Hallo liebe Turner, heute geht es darum, Koordination rechts-links. Ihr braucht zwei Zettel, die klebt ihr bitte fest, weil sonst verrutschen die, und ihr braucht zwei Stifte und zwei Hände. Und dann geht's los. Du malst mit rechts und mit links jeweils dasselbe. Ich möchte gerne einen Tannenbaum malen. Der hat oben eine Kugel drauf. Und dann geht's los. Du malst die eine Hälfte rechts und die andere Hälfte links. So, wenn du dann fertig bist, ich finde, es sieht schon toll aus, dann werden die aneinander gelegt und du guckst, ob es funktioniert hat. Wie gut aus bei mir. Mein Tannenbaum ist gut geworden. Das kannst du natürlich auch mit vielen, vielen anderen Formen machen. Ich drehe es mal einfach um. Etwas schwieriger wird es dann, wenn du von unten anfängst und zum Beispiel noch eine Kurve mit reinmalen möchtest. Also fängst an, dann kommt die Kurve und noch eine und dann geht es wieder hoch. Dann aneinanderlegen und gucken, ob du einigermaßen gleich bist. Ja, sieht cool aus. Also bei mir läuft's. Jetzt seid ihr dran. Fangt mal mit dem Tannenbaum an und dann arbeitet ihr euch langsam hoch. Viel Spaß!